Servus zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn, ich bin Fotograf und heute das allererste Mal in Hannover, um mich hier mit meiner Kamera auszutoben. Das Lieblingsmotiv aller Hannoveraner Fotografen ist wahrscheinlich das Rathaus, weil hier einfach die schöne Wasseroberfläche im Vordergrund ist. Man kann eine Spiegelung anfertigen, deswegen stehe ich jetzt auch hier am Ufer. Leider sind die Türme, also links und rechts die beiden Türme, in Baugerüsten umhüllt, macht das Bild kaputt. Deswegen suche ich mir jetzt auch hier bewusst mal diesen Standort aus, weil ich hier am allerwenigsten von meinem eigentlichen Motiv sehe, beziehungsweise die Baugerüste verdeckt von den Bäumen sind. Was wäre für das Foto jetzt die Optimalbedingungen? Natürlich ein schöner blau gefärbter Himmel, roter Sonnenuntergang und wenig Wind auf dem Wasser. Habe ich alles nicht, muss hier das Beste draus machen. Ich habe sogar auch Wind in den Bäumen, in den Ästen, die werden sich bewegen. Ich mache jetzt aber trotzdem eine Langzeitbelichtung, weil ich ja diese Spiegelung perfekt hinkriegen will, das verträumt aussehen lassen möchte. Gehen wir es einfach mal an und schauen mal, was wir hier machen können. So, von den Kameraeinstellungen her könnte ich jetzt das Bild ohne Filter auf circa einer Sekunde oder einer Blende 22 und einer Sekunde machen. Da kriege ich keine richtige Spiegelung hin. Ich werde Filter vorne drauf schrauben, den ND64, denke ich mal, dass ich 4-5 Sekunden damit belichten kann. Im Hintergrund höre ich die ganze Zeit jemanden mit einer Trompete spielen. Jetzt weiß ich auch, warum der hier draußen im Freien übt. Kriegt dann voll auf, naja. Leben und leben lassen. So, Filter ist drauf, ND64. Sehe ich hier natürlich nichts auf Blende 22, deswegen gehen wir mal auf Blende 5,6. Ja, und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, außer die Kamera wirklich mittig auszurichten. Schau, dass die Spitze des Rathauses oben nicht abgeschnitten wird, unten nicht abgeschnitten wird. Schneid dafür aber den Baum so leicht an, den rechten Baum, dass ich eigentlich so den Baumstamm zerteile. Das ist eine schöne Spiegelung. Und wenn wir von Spiegelung reden, mache ich so, dass die Spiegelung oder hier die Wasserkante auch wirklich in der Mitte meines Bildes ist. Das passt so ganz gut. Dann habe ich von nach oben und unten genug Platz. Oh, einen Trompetenspieler, den müssen wir jetzt mal einen Besuch abstatten. Das hältst du nicht aus. Lohnt sich schon mal hinzugucken, wann man das Bild macht, weil ich belichte jetzt ja hier schon fast 20 Sekunden. Und da sollte das passen. Jetzt ist der Wind fast weg. Jetzt probieren wir es nochmal. Fokussiere das auf die Uhr vom Rathaus. Weil jetzt im vorderen Bereich ist der ganze Wind weg. Hier spiegelt sich die Spitze zumindest sehr, sehr gut. Und auch der hinten passt ja fast. Ganz werden wir es nicht hinkriegen bei so einem Wetter hier. Schau jetzt, eigentlich ziemlich geil, oder? So, jetzt schaut mal her. Hier gäbe es ein mögliches Vordergrundmotiv, diese Wurzel oder ein Baumstamm, was auch immer das ist. Aber wenn man das mit ins Bild rücken möchte, muss man wirklich mit dem Stativ runtergehen. Ich würde es auch im Hochkantformat machen und sehr, sehr nah an die Wurzel rangehen, dass man diese Wurzel länger zieht, dass die wirklich auch interessant aussieht. Gehe jetzt die ganze Sache mal mit 20 Sekunden an, aber auch erst, wenn der Wind wieder weg ist aus dieser Wasseroberfläche. Weil der Wind zerstört mir die Spiegelung. Also, und vorhin habe ich gelernt, man muss einfach ein bisschen Zeit mitbringen und dann klappt das ja irgendwann. Schauen wir mal.
Dann nehme ich mir jetzt noch die Zeit, um das hier exakt mittig auszurichten. Zack. Ich bin hier auf wie viel? Auf 36, 37 mm, damit ich auch so wenig wie möglich hier von den Bäumen links, rechts und oben drüber mit dem Bild habe. Ich mache jetzt mal einen Testshot, 20 Sekunden Belichtungszeit auf einer 4er Blende. Ich mache auch deswegen 20 Sekunden und nachher sogar noch mehr Sekunden die Belichtung, da ich einfach hoffe, dass ich so einen schönen Wolkenzieher da oben drin habe. Es ist zwar grau in grau erstmal, aber da sind Konturen im Himmel und die kann ich ganz gut rausarbeiten. Glaube ich zumindest. Das gehen wir jetzt so an. Ja, ich habe Blautöne, sieht geil aus. Bam, bam, bam. Ich glaube es ja nicht, dass ich aus so einem verrückten Tag bzw. Abend hier noch was machen kann. Weil die Hintergrundgeschichte ist, wir saßen vorhin bei strömenden Regen im Auto hier an dem großen Parkplatz an dem See, haben da gechillt und gewartet und haben nicht mehr dran geglaubt, dass es hier funktioniert, auch ohne Regen. Und jetzt schaut her, kaum Wind auf dem Wasser, Regen hat aufgehört, Wolken, boom. Nee. Das ist ganz witzig, mit meiner Videoleuchte leuchte ich gleichzeitig auch diese grüne Wurzel vom Daniel an. Die fotografiert auf wie viel Millimeter bist du gerade? 12 oder? 12 Millimeter. Wird ein super Weitwinkel. Wow. Haben wir mal zwei ganz, ganz verschiedene Bilder hier. Man muss einfach auch Geduld mitbringen, dann klappt's. Und bald gehen wir jetzt zum nächsten Fotospot. Ich habe jetzt richtig Bock, jetzt bin ich warm gelaufen, weil es jetzt trocken ist. Hoho, hoho, was für eine Kulisse. Die NordLB. Hier mit diesem futuristisch gebauten, was weiß ich was, Block. Freischwebende Flächen gibt es da oben. Oh, sowas habe ich noch nie gesehen. Jetzt verstehe ich auch, warum dieses Motiv auch so oft fotografiert worden ist. Leider sind die oberen Stockwerke alle dunkel. Macht nichts. Schade jetzt nicht, die Bildkomposition zu üben. Und am leichtesten geht es wohl aus der Hand, aber da müsste ich die ISO halt extrem hochschrauben. Je nachdem, wie wackelfrei ich die halten kann. Aber ich sehe im Himmel Wolkenbewegung. Vielleicht mache ich doch auch hier eine Langzeitbelichtung einmal nach oben. Und habe jetzt das 16 bis 35 Objektiv zur Auswahl. So mache ich das. Vom Stativ aus mit dem 16-35. Wisst ihr, ich muss erstmal überlegen, mir da Gedanken machen. Tja, gehen wir es mal an. Und so wie es hier aussieht, ist im Sommer Wasser hier unten in diesem Becken drin. Ist auch nochmal geiler, ne? Wenn das jetzt steht und der Springbrunnen ist nicht an, dann hast du da nochmal eine coole Spiegelung. Echt ein top, top, top Fotomotiv. Das Spannende und auch das Schöne ist, an einen neuen Spot zu kommen und wenig Bilder vorher gesehen zu haben, um sich so selber einfach Gedanken zur Bildkomposition zu machen. Und ich gehe jetzt erstmal standardmäßig an, als allererstes mal auf 16 mm im Querformat und dann schaue ich mal, wie das Ganze wirkt. Ja. Ich versuche jetzt von dem Becken in dem Fall auch nicht zu viel mit ins Bild zu nehmen. Und da oben gibt es ein, zwei, drei Lämpchen vielleicht, werden es auch Blendsterne. Ich drehe mal die Blende zu auf Blende 18, belichte 30 Sekunden, bin auf eine ISO 125, einfach mal als Test oder Blende 20, ich will es hier nicht überbelichten, einfach mal als Test, ob ich hier Blendsterne zur Verfügung habe. Das wäre doch schon mal cool. Das Bild ist gleich im Kasten. Es schaut so futuristisch aus, so krass, wow. Thank you.
Okay, also von der Belichtung her war alles okay. War jetzt nichts ausgebrannt oder so. Mal schauen im Hochformat, ob ich hier irgendwie eine schönere Perspektive hinkriege. Dafür drehe ich jetzt natürlich die Blende wieder voll auf, dass ich hier irgendwas erkenne und sehe. Ja, man kann hier mit dieser Brücke arbeiten. Und in dem Fall nehme ich die Brücke und die LB irgendwie ins linke Drittel. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ins linke Drittel, knall die Blende zu. Aber da habt ihr echt das, oder ich habe echt das Problem, dass der obere Bereich des Turms einfach zu dunkel ist. Also der Spot funktioniert heute nicht wirklich gut. Die Lichter sind alle oben aus. Da sind keine Büroleute mehr. Keine Putzfrauen, niemand. Ja, der Spot funktioniert heute nicht, der ist einfach zu dunkel. Es geht nur, wenn der schön hell beleuchtet ist. Und wir haben jetzt 17.23 Uhr. Da arbeitet anscheinend auch keiner mehr hier in Düsseldorf. Hier zumindest bei der LB. Schade. Schade. Mein Traumspot von Hannover funktioniert nicht. Bildkomposition ist okay. Wenigstens das. Wisst ihr, da weiß ich jetzt wenigstens fürs nächste Mal, wo ich hin muss und auch, dass es sich lohnt. Das ist ja auch schon mal wichtig zu wissen. Ist das hier ein guter Spot? Ja, nein, lohnt sich's? Ich würde sagen, auf alle Fälle. So. Und falls ihr meinen Kanal die letzten Tage so ein bisschen verfolgt habt, habt ihr gemerkt, dass ich jetzt mit dem Daniel die ganze Woche unterwegs bin und wir fotografieren komplett durch. Das ist so eine krasse Aktion. Also jeden Tag wirklich früh vor dem Sonnenaufgang aufstehen, durchfotografieren bei jedem Wetter. Echt egal, ob es jetzt regnet, stürmt oder gutes Wetter ist, wurscht, voll durchballern. Und dann gehen wir meistens um 12, um 1 Uhr nachts ins Bett nach der Datensicherung, wenn wir überhaupt dazu kommen. Schlafen kurz und dann geht es wieder los. Das ist echt hardcore, aber es ist einfach jetzt die gute Zeit, es zu machen. Jetzt habe ich die Zeit dazu, diese eine Woche, 7, 8 Tage voll durchzuschuten auf dieser Deutschland-Tour. Ich gehe mit so wahnsinnig vielen Eindrücken nach Hause, so vielen Ideen im Kopf, was man noch machen kann. Wow, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, nur weil ich daran denke, was ich einfach hier erleben durfte in den ersten 3, 4, 5 Tagen. Unglaublich. Also, wenn ihr die Zeit habt und die Kondition, zieht sowas mal durch. Da kriegt ihr echt einen komprimierten Fotoeinlauf. Und man zerlegt mit der Kamera Spot für Spot und macht sich da einfach Gedanken. Und das ist echt Gold wert. Da wird man schnell besser. Und ihr kennt mich ja immer nur vom Ammersee, von den ganzen Stegen. Mir bringt es hier enorm viel, mich mit Architektur, Formen, Linien, Strukturen zu beschäftigen, mit Details zu beschäftigen. Und diese Detailverliebtheit, die ich jetzt am Ammersee bei manchen Stegen oder anderer Naturfotografie habe, kann ich hier auch ganz gut ausleben, muss man ehrlich sagen. Gerade bei so klaren Formen und Linien. So, jetzt genug geredet. Macht so einen Trip, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wir schauen jetzt nach dem nächsten Spot. So, und abschließend machen wir noch ein Pfützenfoto. Vielleicht mit der hier, wenn wir hier schon keinen Wasserteich haben. Anderen Move hätte ich jetzt auch nicht. Und da ohne schönes Display ist das halt hier ein Blindshot. Ich kann mir jetzt hier nicht reinlegen ins Wasser, ey. Das war's, komm, gehen wir, jetzt regnet es eher.